Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lischia Online. Heute am Sonntag und wir starten in das letzte Gruppen-Speedrennen, die letzte Advance-Strecke vorerst, denn ich bin ja noch nicht Level 17. Und zwar nach unserem Versagen hier in Silph Hill ist es heute Joe's oder Josie Forest. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt nur den Namen aussprechen soll. Ja, ich hoffe, dass das besser klappt. Hier oben haben wir gerade schon diesen Weg gesehen, wo wir hochreiten müssen. Ist relativ früh auch am Rennen. Und zwar geht es ja hinten schon hoch. Da seht ihr schon. Und zwar müssen wir hier durch. Ich muss gucken. Ja, okay, die habe ich schon mal mitgenommen. Da hat mir das goldene Hufeisen geklaut. Das gibt's doch nicht hier. Wow! Und jetzt geht's hier weiter und hier können wir jede Menge Hufeisen einsammeln. Wenn man denn nicht so in Schlingern kommt wie ich gerade. Nein! Eigentlich hätten wir da jetzt noch dran vorbei. Oh, ein Level Up. Hätten wir da jetzt auf die andere Seite kommen müssen. Ich versuche es nochmal. Ansonsten versuchen wir so lange jetzt diese Folge, bis es einmal klappt. Denn der Weg geht dann noch ein Stückchen weiter. Und das möchte ich euch natürlich auch einmal komplett zeigen können. Wenn ich jetzt das zweite Mal auch noch fehle, dann müssen wir halt die Strecke nochmal reiten. So einfach ist das. Yay! Und zack, noch ein dritter Booster. Okay. Konzentration. Auf dass es diesmal besser klappt. Diesmal haben wir zum Beispiel mal... Ah, doch. Ach, Mist. Ja gut, vielleicht kriegen wir... Ja. Jetzt bin ich dagegen gezimmert. Oh Gott. Ja, ich hatte es letzte Folge, glaube ich, schon angekündigt. Ich bin hier jetzt auch nicht wirklich so richtig gut drin. Nein, 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 lass mich da hoch. Ach, Manu. Ja, dann müssen wir das Rennen gleich erneut reiten. Denn ich möchte euch einmal den kompletten Weg zeigen. Wir haben an der Stelle gar nicht mehr so viel. Aber ein bisschen was kommt halt noch. Nein, ich habe das goldene Hufeisen verfehlt. Unser Team gewinnt gerade wenigstens. Warum habe ich das goldene Hufeisen nicht bekommen? Ich bin noch mitten durchgeritten. Ach komm jetzt. Das war unfair. Diesmal hat es sogar Andi. Nee, Andi hat es nicht ins Ziel geschafft. Oh. Ach komm schon. Yay, 12 Erfahrungspunkte. Schon wieder nur so mickrig. Hey, wir haben fast die Hälfte in Richtung Level 17 hinter uns. Auch schon mal ein kleines bisschen was wert. Oh, wir könnten uns ein neues Outfit kaufen. Dann sind wir ganz pleite. Ich level jetzt aber nicht. Ich shoppe jetzt nicht. Ich mache das jetzt direkt nochmal. Ich beiß mich jetzt hier durch. Ich möchte es jetzt schaffen. So. Attacke! Diesmal Team Blau. Ob es mit der Farbe wohl besser funktioniert? Na, ich wage es ja zu bezweifeln. So, diesmal haben wir schon mal ein Hufeisen mehr mitgenommen. Und die hier bekommen wir auch. Aber das Goldene werden wir wohl nicht bekommen. Doch, er hat gefailt. Das Glück ist mit den Dummen. Diesmal hat es funktioniert. Na, hier, hör mal. Nein. Aber nicht ganz. Nein. Wir versuchen es nächste Runde dann wohl nochmal. Ach, schade. Da hätte ich ein bisschen früher springen müssen, um das Hufeisen zu bekommen. Na gut. Wir sind diesmal, haben wir es deutlich besser hinbekommen. Als das letzte Mal. Immerhin etwas. Und boosten. Jawohl. Aber dass ich mich hier gerade so reinhänge, hat uns bislang auch nur auf den 5. Platz gebracht. Nein, jetzt habe ich auf die... Oh, ich habe auf die Platzierung geguckt. Und habe jetzt deswegen gar nicht geschaut. Ach komm, wie blöd.
Das ist meins, mein lieber Freundchen. Oh, ich hab's diesmal hinbekommen. Ha, ich hab den Übergang hinbekommen. Wie cool ist das denn? Oh nein, da hätte ich viel. Na gut, passt. Passt trotzdem. Nein, ach komm, komm schon. Naja, ich glaube, das können wir jetzt aber so lassen. Ihr seht, man hätte eigentlich das eine goldene Hufeisen dann noch mitnehmen können. Und eben dann zum Schluss über diese Insel, über die ich noch drüber bin. Man kann hier nämlich wirklich, wirklich, wirklich richtig viel rausholen. Ich habe schon wieder das Hufeisen nicht mitgenommen. Ist das irgendwie ein Bug, dass wenn man zu schnell ist, dass das dann irgendwie... Naja, die Runde war besser als das letzte Mal. Ganze 3 Plätze. Und unser Team hat gewonnen. Hooray! Und es gibt 32. Immerhin 20 Erfahrungspunkte mehr. Ein Grund zum Feiern. Naja. Okay, ihr Lieben. Das war's dann jetzt mit den Advanced-Strecken vorerst. Wie gesagt, ich brauche noch ein halbes Level, bis ich die nächste freischalten kann. So, morgen geht's dann weiter mit dem Magierennen, Single und Team dann. Und ja... Mal gucken, wie es denn läuft. Heute kommt vielleicht auch noch eine Update-Info, je nachdem, was das Update heute ist, wenn dann eins kommt. Ansonsten, wenn es jetzt nichts Nennenswertes von der Spielmechanik ist für uns, dann kommt es dann morgen mit in die Folge rein. Ansonsten gibt es heute noch ein extra Video. Also, Lieben, Augen offen halten. Und damit verabschiede ich mich. Bis dahin. Tschüss.